Was ist los, gnädige Frau? Da steht ein seltsamer Typ vor den Ruinen, der aussieht wie ein Astronaut. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Strahlender Diamant hier auf Katze. Wir sind auf dem Weg nach Elysis und kämpfen uns hier durch extrem hohes Gras. Außerdem ist zu erwähnen, dass hier im hohen Gras das Ninja-Trio versteckt sitzt, versteckt liegt, wie auch immer. Und da ist schon der erste oder der zweite, den ersten haben wir schon in der letzten Folge getroffen. Ich gehöre zum Ninja-Trio. Da ich aufgeflogen bin, bleibt mir nur der Kampf. Und ich bin bereit. Darf ich mich vorstellen, ich bin Otis. Und das ist mein Ninja-Kleinstein. Ein Ninja-Kleinstein. Wow, das wird sehr, sehr cool. Okay, dann mal los. Machen wir das Beste aus der Situation. Bitteschön, der berühmte Psychoschock. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber bei der niedrigen Spezialverteidigung von Kleinstein reicht das aus. Noch ein Kleinstein. Ganz genau, ich habe ganz viele Kleinsteins. Und die werden dich aufhalten. Wenn nicht das erste, dann mein zweites. Das glaubst auch nur du, Psychoschock. Und erneut gewonnen. Was hast du jetzt noch zu bieten, hä? Natürlich mein drittes Pokémon. Und das ist das stärkste von allen dreien. Bist du bereit? Es ist nämlich ein Kleinstein. Irgendwie kommt mir das so vor, als hätten die Trainer in dieser Pokémon-Edition oftmals mehrmals die gleichen Pokémon in ihrem Team. Ist ja ganz okay, kann man mal machen, aber... Puh. Da machen das andere Editionen ein bisschen anders und in meinen Augen auch ein bisschen besser. Naja, was soll's. Ninja-Junge Otis besiegt. Ich gestehe meine Niederlage ein. Hast ja gewonnen. Ist ja schon gut. Meine Tarnung ist aufgeflogen. Und jetzt? Soll ich nach Herzhofen zurückkehren und mir die Super-Wettbewerbsshow anschauen? Klingt eigentlich gar nicht schlecht. Er hat sich selbst auf die Idee gebracht, sich die Super-Wettbewerbsshow anzusehen. Hey Otis, guck mal, hier ist noch ein Kleinstein. Dann hast du 4. Wenn du willst, lasse ich dir das übrig. Ich fang's nicht. Ich fliehe, dann kannst du es fangen. Der Otis, der ist einfach cool. Du findest einen Hypertrank. Sehr gut. Sowas kann man immer gut gebrauchen. Jetzt sind wir hier. Wieder mal ein wildes Ponita. Okidoki, Jonas, du bist an der Reihe. Da werden wir aber nicht viel Zeit investieren, sondern gleich flüchten. Dann schauen wir mal, was es noch so zu entdecken gibt. Erstmal in den Beutel schauen. Schutz aktivieren. Dann können wir hier durchs hohe Gras. Dubidubidai, dubidubidai. Was ist denn da oben so Schönes? Uah, da ist der nächste Junge. Ich gehöre zum Ninja-Trio. Da ich aufgeflogen bin, bleibt mir nur der Kampf. Aber wie hast du mich überhaupt entdeckt? Bist du etwa auch ein Ninja? Oh ja, ich bin einer. Wirklich? Wow! Ich bin der Pavel. Und das ist Skunkaboo, mein geliebtes Skunkaboo. Ein Stinktier-Pokémon? Ja, das sehe ich. Aber kommt es auch gegen mein Kadabra an? Ja, tatsächlich schon. Weil es von Typ Gift und Licht ist. Dann brauche ich wohl Panferno. Komm erstmal zurück. Los geht's, Panferno. Du bist an der Reihe. Panferno! Skunkaboo, Giftschock, schnell! Ah, gar nicht mal so schlecht. Aber hat mich nicht vergiftet, von daher alles in Ordnung. Tempoheap? Oh, ich dachte, Tempoheap wird ausreichen. Ist wohl nicht der Fall. Hätte ich das gewusst, hätte ich Flammenrad eingesetzt. Und wie oft triffst du bitte? 4-mal mit Kratzfurie. Ja, du bist ja ein Glückspilz. Jetzt nochmal Tempohieb und dann ist Kunkapu-Geschichte. So, ich würde sagen, besiegt ist besiegt, mein Freund. Ninja-Junge Pavel, erledigt. Es war mir eine Ehre, von dir besiegt zu werden. Oh, das hast du aber schön gesagt. Das kann man nicht anders formulieren. Pokémon-Trainer können wirklich alles aufspüren. Ja, ich habe auch eine richtige Spürnase. So, was haben wir hier? Ein Hyperball.
Kann man ja durchaus gut gebrauchen an dieser Stelle. Für das eine oder andere Pokémon. Schutz-Item wirklich mehr? Egal. Hier gibt es sowieso nur Ponitas. Oh! Nebel, Nebel, ich sehe nichts. Ich brauche meine VM auflockern. Moment. Ich weiß gar nicht, wo die VMs sind, aber relativ weit hinten. Hier. VM-Attacke auflockern. Ein wildes Staraptor setzt Auflockern ein, um dir zu helfen. Wie cool, wir sehen wieder alles. Okay, ich bin bereit. Wenn ich die VM-Attacke Auflockern einsetzen, würde ich damit für besseres Wetter sorgen. Wie das geht? Na, ein Vogel-Pokémon schlägt mit den Flügeln und löst so den Nebel auf. Ja, das habe ich gerade eben gemacht. Noch einer. Haha, jetzt habe ich dich überrumpelt, was? Das war mein Plan. Während du dich noch vom Schreck erholst, schnappe ich mir den Sieg. Tatsächlich hat er mich wirklich überrumpelt, weil ich nicht erwartet hätte, dass der jetzt um die Ecke kommt. Der liebe Manuel. Okay, dann wird's also nochmal richtig spannend. Okay, ein Zubat. Da sollte ich ja mit Jonas überhaupt keine Probleme haben. Psychoshock regelt diesen Kampf, zumindest gegen Zubat. Aber so langsam sollte ich vielleicht mal meine Pokémon ein bisschen austauschen. Jonas ist zwar super stark und praktisch, aber Psychoshock ist so gut wie verbraucht. Also ich müsste vorher erstmal ein Pokémon-Center besuchen. Pionskora, na gut. Ich glaube, da ist Panferne auf jeden Fall das richtige Pokémon. Ich hätte noch besser zu Alpollo greifen sollen. Das wäre ein bisschen klüger gewesen. Egal. Okay, Pionskora, du bist dran. Zeig, was du kannst. Jetzt gibt es erstmal einen richtig tollen Angriff. Mal sehen, wie viel das abziehen wird. Boom! Ist es noch von Typ Käfer oder warum war das jetzt sehr effektiv? Käfergift wahrscheinlich, oder? Was ist Piondragi nochmal? Ich dachte immer Gift Unlicht. Vielleicht ist es Gift Boden, oder? Ich glaube Gift Boden sogar. Egal. Oh, Zubat. Überall diese Zubats. Nochmal Flammenrad. Das reicht aus, um auch dieses Pokémon zu besiegen. So. Auf Nimmerwiedersehen, Zubat. Und jetzt kommt noch Golbat. Oh, kann es sein, dass wir Golbat zum ersten Mal in diesem Spiel sehen? Vielleicht täusche ich mich auch. Aber interessant ist das allemal. Flammenrad. Boom. Tschüss, Golbat. Ich finde dich eigentlich ziemlich cool. Vor allem ein Golbat kann sich ja in diesem Spiel noch in X-Bat weiterentwickeln. Ach, X-Bat ist super. Ich finde X-Bat einfach klasse. Mia möchte die Attacke Charme erlernen und ich vergesse dafür Kameradschaft. Ist das gleich wie Charme? Nur ist Charme besser, weil es den Angriffswert um 2 Punkte senkt und nicht um 1 Punkt. So, geschafft. Was ist hier los? Du bist ja kaum aus der Fassung geraten. Naja, mehr oder weniger. Wenn du dich nicht ein bisschen mehr erschrickst, lohnt sich für mich das Verstecken doch gar nicht. Ach so, darauf war das bezogen. Ja, ich habe mich wirklich nicht so sehr erschrocken. Als Ass-Trainer muss ich stets einen kühlen Kopf bewahren. Egal, ob ich gewinne oder verliere. Oh ja, da sagst du was. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Man sollte sich niemals ablenken lassen. Man sollte immer konzentriert bei der Sache sein. Immer den Fokus darauf setzen. Ich bin Cora. Los geht's, Ponita. Lass mich raten, dieses Ponita hast du hier gleich um die Ecke gefangen, oder? Hör auf damit. Okay, okay, ich bin ja schon still. Psychoklinge. Obwohl das ein physischer... Ja, okay, Volltreffer. Ich wollte gerade sagen, obwohl das ein physischer Angriff war, hat es doch viel abgezogen. Okay, die zweite Psychoklinge reicht aus, aber dann muss ich vielleicht tauschen. Das wäre sehr, sehr ratsam. So. Okay, was kommt jetzt? Chelkarein. Oder Chelcharein. Ich habe immer Chelcharein gesagt. Irgendwann bin ich auf Chelkarein umgestiegen. Chelkarein, das ist die Entwicklung von Chelast. Das Pflanzenstarter-Pokémon. Chelkarein. So, da ist Flammenrad natürlich die einzige Option. Und macht auch Sinn, oder? Sollte Chelkarein direkt besiegen. Weiter so. Tschüss. Ich hatte aber kurz Angst, weil Chelkarein doch eine hohe Verteidigung hat, oder? Dass es vielleicht doch noch ein bisschen KP übrig hat. Aber es hat funktioniert. Ah, nein. Ich
habe verloren. Hey, du sollst doch konzentriert bleiben und nicht die Fassung verlieren. Was fällt dir ein? Los, geh schon weg. Ich glaube, sie hat die Fassung verloren. Und das, obwohl sie anfangs sagte, man sollte stets die Fassung behalten. So, Pokémon tauschen. Jonas muss sich erholen, einfach weil er keine Angriffspunkte mehr hat. Kann Psychoschock nicht mehr einsetzen. Oh, Doppelkampf. Hier kommt ein Trainer. Bist du bereit, Ede? Los geht's. Sieh hin, Ines. Ich werde alle Tricks einsetzen, die du mir beigebracht hast. Ines und Ede. Ein starkes Team. Ein Ast-Trainer-Team vor allem. Okay, los geht's. Garados. Oh nein, Garados und Raichu. Was für eine wilde Kombination. Ja, ich habe jetzt Mia im Doppelkampf drin, weil ich nicht wusste, dass es ein Doppelkampf sein wird. Die Frage ist, austauschen oder nicht? Ich weiß es nicht. Mia ist erst auf Level 20. Kann sie einen Angriff aushalten? Ich probiere es mal mit Wangenrubbler. Das wäre richtig cool, wenn wir das noch rausbekommen. Und Psychokinese besiegt Raichu leider nicht. Vielleicht wäre Birdo besser gewesen. Birdo. Wie komme ich auf Birdo? Pichu, nein. Tut mir leid. Ich habe es wenigstens versucht. Aber wenigstens haben wir es... Oh. Oh, Garados. Das ewige Problem gegen Garados in diesem Spiel. Zumindest mit meinem jetzigen Team. Ja, ich habe es wenigstens mit Mia versucht. Das war eigentlich für mich ganz gut als Learning, weil ich jetzt weiß, dass ich nach wie vor Pichu noch im Hintergrund trainieren muss, bevor ich Pichu überhaupt in Kämpfen einsetzen kann. Und liebe Mia, mach dir keine Sorgen, früher oder später kommt dein Moment und wir werden dich häufiger einsetzen. Wir müssen nur darauf warten, bis du ein bisschen stärker geworden bist. So ähnlich wie schon andere Pokémon. Man denke da nur an Haspiroar, was sich dann zu Schlappohr entwickelt hat und super stark geworden ist. Oder Bronzel zu Bronzong, was ja erst vor kurzem der Fall war. So, jetzt kommt Wangenrubbler, genau der Angriff, den ich vorhin mit Pichu einsetzen wollte. Ein Angriff, der 20 Schadenpunkte macht und sogar den Gegner noch paralysiert. Ziemlich cool. Also Wangenrubbler war ein richtig schöner Angriff, gerade in Pokémon Let's Go Pikachu. Musste man einfach ewig drauf haben, bis Donnerwelle und bessere Attacken kamen. So, Achtung, Kaskade. Ah, Kaskade ist fies, sehr, sehr fies. Aber theoretisch sollte ich drin bleiben und mit einem Tempohieb angreifen. Kann ich nochmal Schaden machen? Und Zoe macht mit Psystrahl dann den Rest. So, Tempohieb. Ja, okay. Und Mediti ist schneller, oder? Ja, wunderbar. Psystrahl und die Sache ist gebonkt. Die Sache ist geritzt, wie man so schön sagt. Super. Sehr, sehr gut. So kann das gerne immer laufen. Und wir besiegen Ines und Ede. Dabei sieht Ede doch zu mir auf. Wie beschämend. Ha, wie kann sie noch stärker als Ines sein? Das finde ich jetzt echt krass. Tut mir leid, Ede. Ich bin dir kein gutes Vorbild. Selbst wenn ich den stärksten Trainer aller Zeiten treffen könnte, ich würde trotzdem lieber weiter von Ines lernen. Oh, das ist toll. Und ja, selbst als Vorbild kann man ja durchaus mal verlieren. Du scheinst von deinem Talent überzeugt zu sein. Mal sehen, ob du recht hast. Bist du bereit für diesen Kampf? Ja, ich bin Cornelius. Lass uns kämpfen, Motterpell. Du bist an der Reihe. Eine Motte. Das ist die männliche Motte. Nämlich gibt es Motterpell auch nur in der männlichen Fassung. Warum ist das so? Burmi. Die Vorentwicklung entwickelt sich, wenn es männlich ist, zu Motterpell und wenn es weiblich ist, zu Burmadam. Oder Burmadame. Ich glaube, es heißt aber Burmadam. Und ja, deswegen gibt es dieses Pokémon nur in der männlichen Fassung. Wie zum Beispiel Chanera. Chanera gibt es nur weiblich. Miltank gibt es nur weiblich. Tauros gibt es nur männlich. Und vielleicht gibt es noch mehr Beispiele, aber das sind die, die mir jetzt einfallen. Ja klar, Nidoking. Auch ein klassisches Beispiel, oder? Nidoking ist immer männlich, Nidoqueen immer weiblich. Das waren auch so die ersten Unterschiede in der ersten Edition, wo es männlich und weiblich gab. Zumindest zwischen diesen zwei Entwicklungs-Pokémon. So richtige Unterschiede zwischen männlich und weiblich kamen ja dann erst mit Gold und Silber dazu. So, okay, Enton. Zurück
mit der Konzentration in den Kampf und wir besiegen Motapel. Ja, gar nicht mal so schlecht. Aber mein nächstes Pokémon ist noch viel, viel besser. Und zwar ist das mein Luxio. Mal gucken, was du dagegen einsetzen wirst. Bestimmt nichts, was mich stoppen kann. Ja, das würde ich so nicht sagen. Ich denke schon, dass ich das ein oder andere Pokémon besitze, das dich noch aus der Reserve locken kann. Ach ja? Bist du dir sicher? Da bin ich immer sehr, sehr gespannt, ob du wirklich eine Chance gegen mich haben wirst. Okay, jetzt! Boom! So schnell kann's gehen. Ein Turmkick und die Sache ist erledigt. Na gut. Zeit für mein letztes Pokémon. Es ist ein Onix. Oh, bei Onix setze ich doch gerne mal die Kraftwelle ein. Aber ist die Kraftwelle stark genug? Nee, leider nicht. Du hast Onix unterschätzt und jetzt ist meine Zeit gekommen. Onix. Wir werden erstmal die Werte aufbessern, bevor es dann weitergeht. Ich glaube, das wird dir nicht mehr reichen. Denn jetzt ist die Sache schon gebombt und erledigt. Hä? Schon verloren? Das gibt's ja nicht. Ich hatte nicht die geringste Chance, wenn ich ehrlich bin. Du bist ein echt guter Trainer. Du scheinst ja Talent im Überfluss zu besitzen. Beeindruckend. Dankeschön. Und wisst ihr was? Wir werden jetzt mal was ganz anderes machen und nicht die Route fortsetzen, sondern ich würde mal ganz kurz... ist es denn? Einmal Mia heilen. Und das passt dann eigentlich auch. Vielleicht noch meine Pokémon in der Reihenfolge wechseln. Und dann würde ich gerne in den Untergrund gehen, um einfach ein neues Teammitglied zu bekommen. Weil aktuell gibt es einfach keine Pokémon, die ich mitnehmen kann. Oh, auf der Brücke funktioniert das natürlich nicht. Da kann man sich nicht in die Erde schaufeln. Aber hier, die Untergrundhöhlen. So, möchte ich sie betreten? Ja. Ah, Moment mal. Ich kann sie auch einfach alleine betreten. Ich muss ja keine Verbindung herstellen. So. Jetzt bin ich nämlich alleine im Untergrund. Den Untergrund, den kennt ihr ja schon. Muss ich nicht viel erklären. Und da würde ich einfach mal ein Pokémon fangen, was ich noch nicht habe und was einfach noch gut in meinem Team wäre. Ich habe dabei keine Präferenz. Als wir mal im Livestream Pokémon Diamant gespielt haben, habe ich auch Hundemon gefangen. Was ziemlich cool gewesen wäre. Hundemon würde ich jetzt nicht nochmal fangen, aber ja, ich bin da völlig offen. Egal was kommt. Selbst wenn es wieder ein Psycho-Pokémon ist. Mal sehen. Golbat, na Golbat nicht, kann schon auch nicht. Maschok wäre interessant. Könnte ich allerdings nicht entwickeln. Und Georok hatten wir indirekt schon mit Kleinstein. Nee, dann schaue ich mal weiter. Es gibt es noch einen Lava-Bereich und einen Sandbereich. Ich gehe mal da runter. In das Ödland. Was haben wir hier Schönes? Oh, Huthut. Vielleicht wäre Huthut eine Idee. Ansonsten gibt es hier Knospi, Georok. Nee, dann nehmen wir Huthut. Huthut wäre, glaube ich, ein ziemlich cooles Team-Pokémon. Vorausgesetzt, ich kann es fangen. Aber auf welchem Level ist denn dieses Huthut überhaupt? Bin gespannt. Zoe, du bist dran. Und wow, 37. Das ist echt beeindruckend. Okay, werden wir es schaffen, dieses Pokémon irgendwie noch zu fangen? Erstmal einen Psystrahl raushauen. Flügelschlag. Oh! Wobei, hat gar nicht so viel abgezogen. Ihr müsst wissen, Huthut ist eher, oder die, auch die Entwicklung Noctu, ist eher praktisch für die Defensive. Also ist eher ein defensives Pokémon, ein Supporter-Pokémon. Ich weiß gar nicht, was Noctu so an coolen Attacken drauf hat. Ich weiß, dass Ruheort auf jeden Fall eine Sache ist. Hypnose, ja. Hypnose, ihr wisst ja, bin ich nicht so der große Fan davon, weil Hypnose einfach nicht immer trifft. Ich glaube, nur eine Treffer... Chance von 60% oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, das finde ich ein bisschen wenig für Hypnose. Und deswegen bin ich kein Freund davon. Aufwecker, ich muss das Pokémon auf jeden Fall weiter schwächen, sonst habe ich keine Möglichkeit, es zu fangen. Ja, aber ansonsten ja, Ruheort. Das sind so Angriffe, die Huthut eben drauf hat. Nassschwei. Erstmal schön schwächen. Ja. Ich glaube, ich habe es sogar fast schon perfekt geschwächt.
wenn ich jetzt noch mit einem Hyperball dieses Pokémon fangen kann. Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, zu Beginn direkt mal einen Flottball einzusetzen. Kann ja durchaus sein, dass es mir ermöglicht hätte, dieses Pokémon direkt zu fangen. Komm schon, Hyperball. Dieser Hyperball muss funktionieren. Oh Mann, oh. Ich kann nicht aufgeben. Oh, jetzt kommt die Mondgewalt. Und nein! Aber interessant, dass Hutut Mondgewalt kann. Das ist sehr, sehr cool. Jetzt ist nur die Frage, ist der Angriffswert oder der Spezialangriff von Noctu besser? Wie gesagt, Noctu habe ich noch nie trainiert, habe ich gar keinen Blick darauf. Wie da so die Werte aussehen. Ruheort! Und es beherrscht sogar Ruheort. Oh, das wird ein kniffliger Kampf, wenn es sich sogar heilen kann. Theoretisch müsste ich es jetzt sogar nochmal schwächen. Ich probiere es mal mit seinem Kopfstoß. Oh nein, ich bin besiegt worden. Ziemlich hartnäckiges Pokémon. Na gut, wir geben nicht auf. Manche Pokémon-Kämpfe oder manche Fangmöglichkeiten von Pokémon, die ziehen sich eben manchmal ein bisschen. Die sind nicht so einfach zu ermöglichen. Erstmal ein Reflektor. Einfach nur, damit wir gegenüber Flügelschlag ein bisschen geschützt sind. Och nö, schon wieder die Hypnose. Ah, die Hypnose lässt uns einfach nicht in Ruhe. Ich probiere es trotzdem mal. Finsterball. Mal sehen, ob er funktioniert, ob er ausreicht und dieses Hutut einfach fangen kann. Ja, 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 bitte! Bleib im Ball! Wunderbar, wir haben es gefangen. Klasse! Hutut wurde gefangen. So ein schönes Eulen-Pokémon. Ich mag das auch sehr. Mia erreicht Level 21. Für Hutut einen Eintrag im Pokédex. Hutut, er steht ständig auf einem Bein. Selbst wenn es angegriffen wird, stellt es sich nicht auf beide Beine. Sehr interessant. Dieses Hutut möchte ich Gabriel widmen. Lieber Gabriel, ich hoffe, dieses Pokémon gefällt dir. Du bist unser Hutut und kommst natürlich ins Team. Elias, danke, dass du im Team warst. So, jetzt haben wir ein Geist-Pokémon weniger im Team. Und dafür ein Normal-Flug-Pokémon gewonnen. Und das ist nur von Typ Flug, ich glaube Normal-Flug. An die Oberfläche. Auf und davon. Ich fühle mich wie Superman. Und damit sind wir wieder draußen. An der frischen Luft. Und hier sehe ich mal wieder gar nichts. Zeit für eine Auflockern-Attacke. Staraptor, schnell! Ah, viel besser. Sehr gut. Und damit ist Gabriel offiziell im Team und die anderen, ja, die müssen sich ein bisschen erholen. Jetzt noch als Begleiter, schaut mal. Oh, ist das nicht süß? Hutut! So cool. So, so cool. Mit Gabriel jetzt dabei. Gabriel schnüffelt ein wenig in der Gegend herum. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Strahlender Diamant. Hier auf Katze und da ist bestimmt ein Ninja. Hallo, hallo. Einem Ninja stehen jede Menge coole Techniken zur Verfügung. Zum Beispiel Rauchbälle. Ja, dann sieht es so aus, als würde ich in Luft verschwinden. Spurlos verschwunden. So haben sie mich immer damals genannt. Der spurlos verschwundene Dario. Oder so. Okay, los Gabriel. Da haben wir auch einen Typenvorteil. Mit Flügelschlag sollten wir fast... Ja, ich wollte schon sagen, fast die ganzen KPs abziehen können. Aber ein bisschen mehr als die Hälfte war da zumindest mal drin. Okay, gleich noch einmal. Und er hat auch nur Kudox. Demzufolge ist dieser Kampf sehr, sehr schnell geschafft. Tschüssi, Kudox. Tut mir leid, Dario. Ich dachte, du hättest vielleicht noch mehr Pokémon, aber so schnell kann es manchmal gehen, nicht wahr? Meine Ninja-Kunst hat bei dir nicht gewirkt. Na toll. Na, vielleicht ein andermal. Irgendwo ganz weit weg von hier soll es einen Arenaleiter geben, der auch Ninja ist. Wie gerne würde ich dort in die Lehre gehen. Oh, das glaube ich dir. Er spricht von Koga aus der Kanto-Region. Jetzt werden wir erstmal mit Zertrümmerer diesen Felsen zerstören und kommen dann zu diesem Pokéball. TM30 Spukball. Ein sehr, sehr toller und starker, spezieller Geisterangriff. Den lassen wir uns nicht nehmen. So, Moment. Ich war ja so. So passt das schon.
Oh nein! Wer ist das denn? Meine massiven Muskeln sind nicht nur Show. Ja, ich bin bereit für den ultimativen Kampf. Ich bin Schwarzgurt Monty. Und das ist Mashok. Mashok hat mindestens genauso viele Muskeln wie ich. Okay, interessant. Gabriel, du bist dran. Als Flug-Pokémon hast du auch in diesem Kampf einen gewaltigen Vorteil. Ja, aber gut, der Angriffswert von Hutut ist nicht besonders hoch. Fußtritt? Was? Fußtritt? Ich bin total verwirrt und perplex. Dass das so viel abzieht, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich meine, klar ist es von Typ Normalflug, aber ich dachte, Fußtritt zieht nur dann viel ab, wenn man ein schweres Gewicht hat. Wenn man viel wiegt, sage ich mal. Na gut, die Psy-Welle reißt das Ganze raus. Und somit besiegen wir Schwarzgurt Monty und sein Mashok. Und so, ich versucht Krafttrick zu erlernen. Was war das nochmal? Angriff und Verteidigungswert wird getauscht. Ja, lustigerweise sind beide Werte, zumindest im Moment, gleich groß oder gleich hoch. Deswegen erlerne ich das nicht. Und Monty besiegt. Okay, das war ein guter Kampf. Habe ich etwa nicht hart genug trainiert? Ich muss mehr Gas geben. Mach das. Ich gehe jetzt gleich zu der Vogelfängerin da unten. Oh, oh. Okay, noch nicht ganz. Wir Nios tauchen immer da auf, wo man uns am wenigsten erwartet. Hast du jetzt gedacht, dass ich da herauskomme? Ehrlich gesagt nicht. Ha, dann habe ich dich wohl überrascht. Okay, Zeit für den Kampf. Die Bunkel, du bist dran. Wir brauchen ein paar coole Gift- und Kampfattacken. Gift- und Kampfattacken? Oh, klingt nach Vierfachschwäche Psycho. Okay, na warte, jetzt geht's richtig schön auf den Putz. Also wir hauen auf den Putz. Psystrahl. Und damit wäre die Bunkel direkt besiegt. Dieses Pokémon hat einfach überhaupt keine Chance gegen uns. Oh nein, das gibt's nicht. Okay, Zeit für Golbat. Golbat ist super stark. Ja, und wir haben kein passendes Pokémon. Mia wäre passend. Allerdings habe ich im Moment das Problem, dass Mia nicht stark genug ist. Von der Verteidigung zumindest. Oh, jetzt gibt's Erstauner. Nein! Okay, Zoe, du wirst es schon schaffen. Psystrahlattacke! Ja, das war gut. Jetzt haben wir Golbat fast besiegt, aber sind wir schnell genug? Eigentlich nicht. Ich muss also nochmal wechseln. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Okay. Halte noch ein bisschen durch. Du bist dran, Jonas. Kadabra. Okay, Erstauner, schnell. Nein. Erstauner ist auch stark. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass Kadabra im Moment schläft. Allerdings war das für mich im Moment die beste Entscheidung, dieses Pokémon zu rufen. Ja, ich bin schon etwas geschwächt, seit ich auf dieser Route unterwegs bin. Und jetzt bin ich sogar vergiftet. Also das hört ja gar nicht mehr auf. Das ist nicht so gut für mich. Aber zum Glück ist Kadabra ein sehr, sehr schnelles Pokémon. Weswegen der nächste Angriff auf jeden Fall ausreichen wird. Auch wenn es nur die Psycho-Klinge ist. Das reicht aus, um Golbat zu besiegen. Ja, Halleluja. Ich dachte schon, dass das ein bisschen schief gehen könnte. Aber nein, wir haben es gemeistert. Und Lionel wurde besiegt. Eine unerwartete Niederlage. Komisch. Dabei war ich so gut. Immer wenn ich mich irgendwo versteckt halte, muss ich daran denken, wie sich wohl meine Pokémon in ihren Pokébällen fühlen. Oh, guter Punkt. Und da finden wir einen Rauchball. Das ist genau das, wovon der erste Ninja-Junge heute erzählt hat. Mit seinen Ninja-Techniken. So. Okay. Gabriel, Sascha, euch brauche ich auf jeden Fall. Einfach nur, upsala, zu oft Beleber gedrückt. Einfach nur, damit ihr eure Erfahrungspunkte bekommt. Ja, es muss jetzt nicht jeder komplett geheilt werden, aber dass jeder theoretisch einsatzbereit wäre. Mehr oder weniger. So, weil man weiß ja nie, was in den nächsten Minuten passieren kann. Je nachdem, welche Gegner auf uns zukommen. Je nachdem, welche Trainer, welche Pokémon eben einsetzen. Okay. Oh, da geht's weiter mit der Vogeltrainerin. Moment, was habe ich vorne? Gabriel ist eigentlich okay, aber ich tausche trotzdem mal gegen Sascha aus. Okay, los geht's. Ich werde dir zeigen, was an Vogel-Pokémon so faszinierend ist.
Okay, ich bin gespannt. Wirklich nur das Beste vom Besten. Ich bin Angela. Okay, los geht's, Huthut. Oh, das ist ein Huthut. Mhm. Es ist eine Eule und äußerst nachtaktiv. Tagsüber nicht wirklich zu gebrauchen, weil es schläft, aber für einen Kampf ist es dann immer wach. Okay, Heuler. Oh nee, nicht Heuler. Das senkt unnötig den Angriff von Enteron. Und das kann ich jetzt im Moment nicht gebrauchen. Komm jetzt aber Nassschweif und damit treffen wir auch. Oh, das war gut. Ich glaube, hätte ich vorhin schon getroffen, ohne dass mich Heuler getroffen hätte, dann hätte ich sogar alles abgezogen, weil Heuler ja den Angriffswert gesenkt hat. Also nochmal. Boom! Oh nein, Huthut. Ich wusste doch, ich darf dich nur nachts einsetzen und nicht tagsüber. Denn da bist du nicht so gut. Oh, jetzt kommt Noctu. Noctu, Spoiler, Spoiler, man kann es aber schon erkennen, ist die Weiterentwicklung von Huthut. Das heißt, unser Gabriel, den wir im Team haben, wird sich zu dieser Eule weiterentwickeln. Oh, was passiert jetzt? Und was war das? Oh, da kommt Himmelsfeger, oder? Ich denke, da kommt Himmelsfeger. Ich setze mal Kreideschrei ein, um einfach den hohen Verteidigungswert von Noctu zu senken. Ich glaube, dass das strategisch sehr viel Sinn machen könnte. Jetzt Himmelsfeger. Oh, ja, ja, ja. Sieht das viel ab? Nö, es geht. Dafür, dass man eine Runde lang diesen Angriff aufladen muss, ist Himmelsfeger echt Banane. Jetzt kommt nochmal Himmelsfeger. Wisst ihr, was mich an dieser Stelle sehr interessiert? Was ist, wenn ich mit Enteron Aussetzer einsetze? Kann Himmelsfeger dann trotzdem eingesetzt werden, nachdem es gerade aufgeladen wurde? Wie bei Solarstrahl zum Beispiel? Und es ist blockiert! Ach, wie verrückt! Wie verrückt ist das denn? Das macht Aussetzer zu einem richtig coolen Angriff. Wenn irgendjemand einen Angriff einsetzt, den man erst aufladen muss, wie Solarstrahl oder Himmelsfeger, kann man einfach dazwischen Aussetzer einsetzen und zack, wird das in der nächsten Runde nicht mehr ausgeführt. Ach, wie cool. Wow, erstaunlich nicht schlecht. Sehr, sehr gut eingesetzt. Puh. Es war äußerst faszinierend, dich kämpfen zu sehen. Dankeschön, liebe Vogelfängerin. Oh, wer ist das denn? Gegen so einen Jungspund werde ich sicher nicht den Kürzeren ziehen. Ich mach dich platt. Kannst du dich mal vorstellen? Ich bin Veteran Andro. Ah ja. Und ich setze Bamelin ein. Mein Bamelin ist nicht nur stark, schön und schnell, sondern auch super klug. Das mag alles sein, aber wird es gegen mein Enteron ankommen? Ein Wasser gegen ein Wasser-Pokémon. Interessant. Okay, ich bin bereit. Bamelin, bis Attacke! Nein! Sascha, Achtung! Ich dachte, das ist sehr effektiv. Ich bin doch von Typ Psycho. Na gut, Zen-Kopfstoß. Das hat gebrettert. Bamelin sogar zurückgeschreckt. Na komm, gleich noch einmal. Und wusch! Damit hätten wir es besiegt. Tschüss, Bamelin. Oh, das gibt es nicht. Na gut. Zeit für mein nächstes Pokémon. Zeit für Girafarig. Girafarig, Ich setze mal Panferno ein, um diese Sache mit Girafarig schnell zu beenden. Zumindest hoffe ich, dass das so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Okay, Panferno macht dich bereit. Zeit für einen Nahkampf. Und kapubububububum. Damit hätten wir Girafarig direkt besiegt. Gar nicht mal so schwer gewesen. Tschüss, Girafarig. Oh nein, na gut. Aber ein Pokémon habe ich noch und das wird dich besiegen. Oh, Psychokinese. Jonas möchte Psychokinese erlernen. Und da vergesse ich natürlich sehr, sehr gerne Psychoschock. Denn das ist nicht sonderlich wichtig. Jetzt kommt Mashok. Achtung. Interessant, interessant. Dann wechseln wir doch gleich mal zu Jonas, wenn er jetzt sogar wieder einen Angriff parat hat. Er ist zwar geschwächt, aber ist auf jeden Fall schnell genug, um Mashok zu besiegen. Zumal Mashoks Spezialverteidigung jetzt nicht so hoch ist, dass wir da Angst bekommen müssen. So, ja, wunderbar. Das hat doch problemlos funktioniert. Da hatte Andro, der Veteran, keine Chance gegen uns. Ha, die Energie der Jugend versetzt mich immer wieder in Staunen. Sehr gut.
Sehr, sehr gut sogar. Irgendwie macht es mich froh, einen jungen Trainer wie dich zu sehen, der mit beiden Beinen im Leben steht. Jo, danke schön. Ich fahre dann mal weiter. Oh, jetzt gibt es hier Beeren ohne Ende. Ihr kennt das Prozedere. Jetzt wird gepflückt, was das Zeug hält. Eine Gaufelbeere. Sehr interessant. Ja, gucken wir doch mal rein. Dass wir auch immer das einpflanzen, was wir gerade gepflückt haben. Das ist ja wichtig. Ihr wisst ja, das, was man nimmt, sollte man auch zurückgeben. Das gilt auch für Pflanzen. Eine Beere für das Tier, Schrägstrich in dem Fall für das Pokémon. Eine Beere für uns, aber eine Beere darf die Pflanze auch behalten. Deswegen pflanze ich hier auch das Ganze wieder, ja, rückgängig, in Anführungszeichen. Ich pflanze es zurück. Ach ja, ist schön. Das bringt immer so ein bisschen Entspannung auch in das Abenteuer, dass man einfach mal nebenbei irgendwelche Pflanzen pflückt oder Beeren pflückt, besser gesagt, und gleichzeitig sich auch noch darum kümmert, diese wieder einzupflanzen und zu gießen. Gehört alles dazu. Das ist unser wunderschönes, wunderbares Abenteuer. Ach, wunderschöne Musik. Und Hut Hut, unser Gabriel, schaut hier fröhlich zu und versucht oder lernt vielleicht etwas dazu. Route 210, Elissis, wir haben es erreicht, wir haben es geschafft. Da sind wir nun auch in der schönen Stadt oder in dem schönen Dorf, besser gesagt. Huiuiui. Dieser Ort soll bereits seit der Entstehung Sinus existieren. Ach ja? Oh, das ist aber interessant. Sag mir mal bitte eben dein Pokémon. Es freundet sich langsam mit dir an. Wenn du mit ihm zusammen auf Reisen gehst, wird das Band zwischen euch noch stärker. Danke für den Tipp. Was führt dich an einen Ort wie diesen, der so weit vom Rest der Welt entfernt liegt? Hier gibt es doch nichts zu sehen, außer ein paar verwitterten Pokémon-Reliefs. Ach ja? Das möchte ich mir mal genauer ansehen. Das klingt so, als wäre das eine antike Stätte. Dabei ist es einfach nur ein Dörfchen? Ich weiß es nicht. Finden wir es gemeinsam heraus und machen uns gleich mal auf den Weg. Denn jetzt erkunden wir mal das Dörfchen Elissis. Elissis, lebendige Vergangenheit. Wer sind Sie denn? Da steht ein seltsamer Typ vor den Ruinen, der aussieht wie ein Astronaut. Bei den Ruinen gibt es aber nichts Besonderes und das scheint ihn wütend zu machen. Er sagt, er will die Stadt mit einer Bombe zerstören. Der hat vielleicht Nerven? Wenn ich jünger wäre, dann würde ich diesen Möchtegern-Astronauten zusammen mit meinem Pokémon eine ordentliche Lektion erteilen. Oh, schauen wir uns das mal genauer an. Oh, natürlich Team Galaktik. Dieser schäbige Ort ist vollkommen bedeutungslos. Daher macht es auch nichts, wenn ich hier unsere Galaktikbombe zünde. Sollst du es wagen, dich mir in den Weg zu stellen, werde ich dich ganz einfach mit einem Pokémon-Kampf in die Knie zwingen. Na, willst du dich immer noch mit mir anlegen? Na klar, will ich das. Du wagst es also ernsthaft, Team Galaktik herauszufordern? Das heißt, du nimmst es mit der ganzen Welt. Nein, mit dem ganzen Universum auf. Okay. Wir gegen das Universum. Haha. Und wir sind auf jeden Fall stärker, wir von Team Galaktik. Los geht's, Papinella! Mein Schmetterling ist stärker als jedes andere Pokémon auf dieser Welt. Und gegen ein Enteron werden wir gleich dreimal gewinnen. Okay, wollen wir doch mal sehen. Vielleicht kann ich ja mit Naschweif einiges abziehen. Und boom! Oh, das war gut! Sehr gut gemacht, Sascha! Mein Enteron ist richtig stark. Ah, das gibt es nicht. Okay, Zeit für meinen Glebunkel. Da schicke ich doch gerne mal Zoe in den Kampf und mit einer Psy-Welle oder Psy-Strahl besser gesagt, werde ich dieses Pokémon schleunigst und in 0, nichts besiegt haben. Okay, Glebunkel, du bist dran. Okay, Zoe, du bist ein bisschen schläfrig stand da, aber du schaffst das schon. Jetzt Psy-Strahl-Attacke. Und... wunderbar, das hat richtig viel abgezogen. Genauer gesagt hat das alles abgezogen. Und damit haben wir diesen Rüpel besiegt. Tja,
Das war's dann wohl für dich. Ah, ich wurde gerade eindeutig besiegt. Und das auch noch von einem Kind. Mann, oh Mann, oh Mann. Gibt's ja nicht. Das wird mir alles zu viel. Ich habe schließlich auch nur zwei Hände. Was soll ich denn in diese Einöde? Da verschwinde ich besser. Tschüss, ich gehe. Auf Nimmerwiedersehen. Und da ist er wohl wieder weg. Oh, du warst großartig. Was für ein starker Trainer du doch bist. Als Älteste von Elissis spreche ich dir hiermit unseren Dank aus. Nanu, dürfte ich mir mal diesen Talisman ansehen, den du da hast, Kindchen? Was sagst du da? Meine Enkelin Cynthia hat dich gebeten, mir den Talisman zu bringen? Ja, ganz genau. Hier, das ist der Talisman für sie. Talismane wie dieser wurden vor ewigen Zeiten hier in Elissis angefertigt. Man stellte sie zu Ehren jener mythischen Gottheit her, von der es heißt, sie habe sie nur erschaffen. Auch heute findet man ab und zu noch ein Exemplar davon. Ach ja, wenn du schon einmal hier in Elissis bist, warum siehst du bei der Gelegenheit nicht auch gleich die Ruinen an? Gleich mal rein mit dir, hopp hopp. Okay, schauen wir doch mal. Das sind also die Ruinen. Sehr interessant. Und hier, was ist das denn für eine Tafel? Was ich hier unten ist nichts. Aber die Tafel ist sehr mysteriös. Du untersuchst die antike Höhlenmalerei. Auf einem Wandabschnitt sind rätselhafte Formen und Zeichen abgebildet. Drei merkwürdige Symbole sind hier wie die Eckpunkte eines Dreiecks angeordnet. In der Mitte dieser Anordnung befindet sich etwas Glänzendes. Was hat es damit wohl auf sich? Ich deute diese Malerei folgendermaßen. Das Symbol in der Mitte steht für ein Wesen, das in alten Zeiten hier existierte und so mächtig war, dass man es als Gottheit verehrte. Als Gegengewicht stellten sich diesem Wesen drei Pokémon entgegen. Hier dargestellt durch Figuren, die wie ein Dreieck angeordnet sind. Diese sollten wohl die Macht jenes Wesens in Schach halten. So will es zumindest eine alte Sage aus Sinnoh, die man sich noch heute hier in Elissis erzählt. Ach ja, ich habe da etwas, was dir vielleicht nützlich sein wird. Die hier gehörten meiner Enkelin, aber sie braucht sie nicht mehr. TM95! Damals von Cynthia, okay. Was genau ist das? Setzt du Surfer über die VM-Attacken ein, kannst du dich übers Wasser fortbewegen. Diese TMs enthalten die Attacke Surfer. Sie erzeugt eine Flutwelle, die über Pokémon in der Umgebung des Anwenders hereinbricht, diesen selbst jedoch verschont. Aber meine Enkelin hat noch etwas anderes über diese Attacke gesagt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Du kannst Surfer über die App deines Pockets nutzen, um dich über Gewässer wie Meere oder Flüsse fortzubewegen. Dafür benötigst du jedoch zuerst den Orden der Arena von Herzhufen. Aber dabei kann ich dir wohl nicht behilflich sein, fürchte ich. Und da geht sie davon. Trotzdem vielen Dank für alles, gnädige Frau. Da hat sie uns einfach TM95 geschenkt. Coole Sache. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Strahlender Diamant hier auf Katze. Weiter geht die Reise. Offenbar hat sich hier eine unbedeutende Auseinandersetzung zugetragen. Wir sollten alle lieber einen Schritt zurücktreten und die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Einem weiter gefassten Blickwinkel, der das Universum einbezieht, um alles im richtigen Maßstab zu sehen. Mein Name ist Cyrus. Ich strebe nach der Kraft, mit der ich eine neue Welt erschaffen kann. Eine Welt ohne Streit und Konflikte. Hier scheine ich diese Kraft allerdings vergebens zu suchen. Doch sag, haben wir uns nicht schon einmal getroffen? Und zwar im Kraterberg? Sollst du etwas über eine Kraft in Erfahrung bringen, die im Zusammenhang mit den Legenden steht, dann lass es mich wissen. Denn genau diese Kraft brauche ich, um meine neue Welt zu erschaffen. Wow, was war das denn für einer? Cyrus nennt er sich also. Oder Cyrus, aber ich nenne ihn Cyrus.
Okay, interessant. Wir wollten eigentlich noch Elissus erkunden, wenn wir schon hier sind. Hey, weißt du eigentlich, was man sich über Sinnoh erzählt? Offenbar soll einst ein Pokémon diese Region erschaffen haben. Nicht dein Ernst. So. Hallihallo zusammen. So süß. Ich muss mich am Riemen reißen und unablässig trainieren. Da darf Zeit keine Rolle spielen. Daher habe ich auch keine Verwendung mehr für Uhren. Hier, das schenke ich dir. Oh, du schenkst mir eine Uhr? Eine Analoguhr. Das ist ja cool. Vielen Dank dafür. Die Analoguhr zeigt dir die aktuelle Uhrzeit an. Mhm. Sehr, sehr praktisch. Wer die digitale Uhr nicht möchte, kann die analoge Uhr verwenden. Eigentlich auch ganz nett und schön, um die Uhrzeiten zu lernen. Hier im Ort gibt es leider keinen Pokémon-Supermarkt. Stattdessen kannst du in diesem Haus hier Items kaufen und verkaufen. Echt? Ich guck mal rein. Vielleicht sowas wie eine, wie so ein Tante-Emma-Laden. Setz mal eine Brille auf, sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. Und nimmt mal eine Brille ab, erscheint die Welt ebenfalls ganz anders. Denk mal drüber nach. Das mache ich. Willst du den Pokémon auch eine andere Sicht auf die Welt ermöglichen? Schattenbrille erhalten. Wow, vielen Dank dafür. Das ist ja cool. Tagsüber ist das Sonnenlicht sehr grell. Wie wäre es mit einer Schattenbrille? Eine Schattenbrille erhöht die Stärke von Unlichtattacken. Das wäre doch interessant, wenn Unlichtattacken am Abend auch stärker werden oder in der Nacht. So, wie kann ich helfen? Ich hätte gerne... Oh, ich brauche auf jeden Fall Superbälle. Da habe ich ja nur noch 2 gehabt. Okay, ich nehme mal 21 Superbälle mit. Denn Hyperbälle sind ja langfristig schon besser. Deswegen kaufe ich nicht zu viele. Und Pokebälle spare ich mir mal. Allerdings nehme ich noch 10 Beleber mit. Denn man weiß ja nie. Vielleicht werde ich noch überrascht im Spiel und brauche dringend ein Heilmittel. Wie zum Beispiel ein Beleber. So, das war's. Dann noch der Herr. Willkommen. Wie kann ich dir helfen? Was verkauft? Oh, Timerbälle. Timerbälle finde ich hier sehr, sehr cool. Kaufe ich mal 21 und das reicht eigentlich aus. Finsterbälle und Flottbälle habe ich genug. Okay, danke schön. Nein, 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 ich muss mich bei Ihnen bedanken. Okay, ein bisschen was haben wir noch zu erkunden. Was ist das hier, das Altersheim oder wie? Nee, Spaß beiseite. Hallo, hallo. Wo kommst du? Ich komme aus Zweiblattdorf. Zweiblattdorf sagst du? Ist das nicht in der Nähe vom See der Wahrheit? Man sagt, der See sei das Zuhause von Vespri, dem Wesen der Emotionen. Es wacht bestimmt über dich. Glauben Sie wirklich? Da liegt ein altes Buch. Du beginnst darin zu lesen. Als dieses Pokémon ward geboren, sich des Wissens Strom ergoss, zu bereichern unser Leben. Als dieses Pokémon ward geboren, der Gefühle Keim wohl spross, um zu lehren Freud und Leid. Als dieses Pokémon ward geboren, Willenskraft uns rasch durchfloss, um uns Tatendrang zu lehren. Interessant. Glaubst du dir den Orden der Arena von Herzhofen? Kannst du auf deinen Reisen jederzeit Surf einsetzen, um an zuvor unerreichbare Orte zu gelangen. Du wirst überrascht sein, wohin du dadurch überall reisen kannst. Na, das glaube ich Ihnen. Meine große Schwester studiert die Mythen Sinnohs. Sie will wissen, wie Menschen und Pokémon in der Zeit, als die Mythen entstanden, miteinander gelebt haben. War es damals wohl anders als heute? Oder war alles genauso, wie wir es aus unseren Tagen kennen? Sie hat gemeint, das sei der Schwerpunkt ihrer Forschung. Das würde ja bedeuten, dass diese Person die Schwester von Cynthia ist, oder? Hallo, na, studierst du die Geschichte dieser Region? Ja, so mehr oder weniger, so ganz nebenbei. Aber eigentlich suche ich die Arenaleiter auf. Wenn ich auf den Kraterberg klettern würde, könnte ich dann wohl ganz Sinnoh sehen? Vielleicht schon. Mitten in Sinnoh erhebt sich der Kraterberg. Nirgendwo sonst in dieser Region ist man dem Himmel näher. Der Kraterberg. Ich glaube, der Berg ist doch interessanter, als man denkt.
So, da gibt es nichts mehr. Dann gehe ich mal hier runter. Und dann habe ich somit schon die ganze Stadt erforscht. Ich würde sagen, wir verlassen damit Elysis und gehen Westen weiter. Route 211, Elysis. Wir werden erstmal Beeren pflücken. Und natürlich, ihr kennt das Prozedere, auch wieder Beeren pflanzen. Also, gepflückt und gepflanzt. Hier gibt es die Labrusbeere. Schön gießen. Und dann machen wir schön weiter. Die Japa-Beere. Ich finde, die Japa-Beere hat einen ziemlich coolen Namen, oder? Oder geht zu mir so und ihr denkt euch, Katze, naja, so cool ist das nun mal auch wieder nicht. Nee, jetzt mal im Ernst. Japa-Beere. Das klingt schon irgendwie fantastisch. Aber ja, vielleicht geht's mir wirklich nur so. Und alle anderen sagen, ja, Katze, Japa-Beere, ja, komm, hör schon auf. So, jetzt wird hier noch eine Beere gepflanzt. Und das soll die, ja, Papa, hier ist sie, die Wildbierbeere sein. Und dann haben wir nochmal einen Strauch, eine Pflanze. Und auch hier werden wir Beeren pflücken. In dem Fall zwei Piercive-Beeren. Kann ja ganz praktisch sein. Piercive-Beeren sind gegen Verwirrung, oder? Ja, nee, Vergiftung. So, dann mal schnell gießen. Und dann geht's weiter. Wir haben hier einige Trainer auf dieser Route. Und hier im hohen Gras vielleicht auch noch das eine oder andere Pokémon, welches ich noch nicht besitze. Zugegeben, Bonita, du... Dich brauchen wir nicht. Dich brauchen wir nicht, da wir dich schon so oft hier gesehen haben. Ich flüchte einfach mal. Tschüssi. Und da läuft ein fieser Karatemeister durch die Gegend. Auf geht's, ich kann es kaum erwarten. Und los! Ja, auf los geht's los. Ich bin der Amon. Oder Amon, nenn mich Amon. Und das ist mein Glühbunkel. Auf los geht's los. Okay, Glühbunkel, zeig, was du drauf hast. Du kannst doch bestimmt einen guten Angriff einsetzen, oder? Okay, Enteron, wir haben hier einen kleinen Vorteil mit Zen-Kopfstoß. Vierfache Psychoschwäche. Oh nein, pass auf, Glühbunkel. Du musst ausweichen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Na, Prost Mahlzeit. Komm erstmal zurück und erhol dich in deinem Pokéball. Ich, Amon, das Schwarzgurt, werde jetzt mein nächstes Pokémon rufen. Und das ist ein Pokémon, welches gerne meditiert. Okay, wenn du das Pokémon einsetzt, dann setze ich genau das gleiche Pokémon ein. Kampf der Meditiers. Doch welches wird stärker sein? Meditie oder Meditie? So, Zoe oder das Meditie von dem Schwarzgurt. Oh, Scanner, interessant. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich natürlich was anderes eingesetzt, wie zum Beispiel Akupressur. Das wäre interessant gewesen, um einfach mal den Angriff A einzusetzen und B zu sehen, welchen Wert ich denn erhöht hätte. Gedankengut, interessant. Okay. Erhöht auch die Spezialverteidigung, aber mein nächster Angriff sollte dieses Pokémon trotzdem besiegen können. Schauen wir nochmal. Nochmal Psystrahl. Und nimm das hier. Das hat Meditie direkt besiegen können. Oh nein, komm zurück. Das gibt es nicht. Aber noch hast du nicht gewonnen. Mein Machok ist ebenfalls noch im Spiel. Los geht's, Machok. Zeig, was du kannst. Okay, jetzt Psystrahl. Wir machen da kurz einen Prozess. Machok sollte Psystrahl aber vielleicht noch aushalten können. Ja, hätte ich mir doch denken können. Einfach nur, weil der Spezialangriffswert von Meditie nicht so hoch ist. Da ist der Angriffswert schon besser. Aber gut, wir machen das so. Das Ganze auf zwei Etappen. Das passt auch wunderbar. Und trotzdem konnten wir dann dieses Machok bezwingen. Auf Nimmerwiedersehen, Machok. Und das gibt wichtige Erfahrungspunkte für uns. Geschafft. Wieso nur konnte ich nicht gewinnen? Das gibt es nicht. Manometer, Taxometer. Ich schätze, ich sollte zur Abwechslung mal erfolgreiche Techniken studieren. Ja, das wäre vielleicht hilfreich. Ob notwendig, mag ich nicht beurteilen. Zerschneider! Okay, damit hätten wir schon mal diese Mini-Route geschafft. Aber oben gibt es noch viele Trainer. Tipps für Trainer. Selbst Veteranen können sich im Kraterberg verirren. Trainer sollten genügend Items und Medizin dabei haben, wenn sie den Berg in Angriff nehmen. Ja, das machen wir jetzt noch nicht. Route 211 Kraterberg.
Wer ist das denn? Ein Ninja-Junge. Schnelligkeit ist die beste Waffe eines Ninjas. Kannst du mit mir mithalten? Ich bin schnell und stark und schlau. Ha, ich bin der Lars. Los geht's, Pionskura. Ich denke, du bist stark genug. Sag, was du drauf hast. Los geht's, Sascha. Wir werden dieses Pionskura schnell und einfach besiegen können. Und zwar mit einem Zen-Kopfstoß. Oh nein, Pionskura. Du als kleines Skorpionchen. Du musst aufpassen. Ich musste gerade selbst über den Begriff Skorpionchen lachen. Skorpionchen. So, jetzt nochmal Zen-Kopfstoß. Und dann ist dieses Pokémon auch schon Geschichte. Tschüss, Pionskura. Bye, bye. Auf Nimmerwiedersehen. Und jetzt kommt Golbat ins Spiel. Ah, da wechsle ich mal. Und zwar zu Jonas. Machen wir das mal so. Jonas wird mir helfen, dieses Pokémon zu bezwingen. Also, auf los geht's los. Mal sehen, was ich ausrichten kann. Golbat. Golbat hat eine Schwäche und Psychokinese sollte ausreichen. Oh nein, Golbat, jetzt muss er aber vorsichtig sein, denn dieses Kadabra ist zu stark. Nein, es tut mir wahnsinnig leid, Golbat. Das sollte natürlich nicht passieren. Wir haben es gemeistert. Ich hatte mich, zu schnell gedrückt. Wow, Nanu, Zoe entwickelt sich. Endlich ist es soweit. Zoe entwickelt sich nämlich zu einem noch stärkeren Pokémon. Es ist nämlich, tada, Meditalis. So heißt dieses Pokémon. Ziemlich cool mit der Jogginghose. Okay, jetzt gibt es einen Eintrag im Pokédex. Meditalis, dieses Pokémon kämpft mit eleganten, tänzelnden Bewegungen und hat seinen sechsten Sinn mit Yoga-Übungen geschärft. Cool, oder? Und das ist auch richtig stark. So, und das würde ich gerne mal rausholen. Denn ich glaube, als Begleiter ist es auch irgendwie ganz lustig. So, einmal die Position gewechselt. Und jetzt noch als Begleiter. Schaut mal. Ist das cool. Zoe, du bist jetzt ein Meditalis. Mit roten oder rosafarbenen Jogginghosen. Zoe kugelt sich vor Freude. Ja, das verstehe ich. Am besten lauere ich schwächeren Trainern auf. Ja, aber das weißt du doch vorher nicht, oder? Wer schwach oder wer stark ist. Auf meiner Suche nach Ruinen habe ich einen Trainer entdeckt. Dem muss ich nachgehen. Wollen wir doch mal sehen, ob du was auf dem Kasten hast. Ich bin Ruin-Maniac Pierre. Und das ist mein geliebtes Bronzel. Ein Pokémon von Typ Stahl-Psycho, ja? Ich verrate dir den Typ, weil du wahrscheinlich nichts dagegen ausrichten können wirst. Okay. Ich denke schon, wir fangen an mit Trunkick. Oh, schon besiegt. Ja, Meditalis ist einfach super stark. Unglaublich. Und Mia erreicht Level 25. Ob Mia sich bald entwickeln wird, das wäre wichtig. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass es sich um einen starken Trainer handelt. Ach, herrje. Stärker, als ich dachte. Elissus ist ein sehr alter Ort. Dort finde ich bestimmt etwas Interessantes. Ja, erkunde gerne mal das Dörfchen da. Was ziemlich nah dran ist an dieser Route. Da musst du nur gefühlt 10 Meter laufen, schon bist du in der Stadt. Aber jetzt geht es erstmal weiter gegen eine Vogelfängerin. Ich nehme mein Noctu überall hin mit. Noct, hast du nicht gewonnen? Was ist das für ein cooler Wortwitz? Noct, hast du nicht gewonnen. Okay, los geht's, Noctu. Vogelprofi Pamela. Okay, Noctu, wir haben gelernt, Noctu ist okay von der Stärke, aber Noctu hat eine sehr hohe Verteidigung und ich weiß nicht, ob ich mit Meditalis durch diese hohe Verteidigung durchkommen werde. Probier's mal. Nee. Sieht nicht sonderlich gut aus und mit dem Reflektor sorgt Noctu jetzt sogar dafür, dass physische Angriffe sehr, sehr schwach sind. Dann muss ich zu Jonas oder... Nee, doch, doch. Ich nehme Jonas, bevor ich Gabriel einsetze. Weil ich glaube, das wird ein bisschen schneller ablaufen vom Kampfgeschehen. Los geht's, Jonas. Zeig, was du drauf hast. Okay, Noctu, Sondersensor. Ja, das ist gut. Psychoangriff gegen ein Psycho-Pokémon, was einfach mal nichts bringt.
Deswegen jetzt Psychokinese von meiner Seite. Bitteschön. Das pfeffert ordentlich rein, aber da sieht man mal wieder, wie stark Noctu sein kann. Was für eine immens hohe Verteidigung dieses Pokémon besitzen kann. Kann also vorteilhaft sein, wenn man viele Pokémon hat, die stark, aber nicht viel aushalten, besitzt und dann einfach noch ein anderes Pokémon zusätzlich benötigt. Zum Beispiel wäre da ein Noctu eine gute Geschichte, denke ich. Wir haben unser Bestes gegeben. Das ist es, was zählt, oder? Ja, ich denke schon. Oh, Nanu! Gabriel entwickelt sich! Ach, verrückt. Zwei Entwicklungen in einem Video. Sehr, sehr cool. Und damit, lieber Gabriel, entwickelst du dich, wer hätte es gedacht, natürlich zu einem Noctu. Noc, hast du nicht gewonnen. Aber dafür dich weiterentwickelt. Noctu, ein Eintrag im Pokédex. Noctu, seinen besonders gut entwickelten Augen genügt selbst die schwächste Lichtquelle, um in dunkler Umgebung klar sehen zu können. Cool, oder? Richtig, richtig stark. An kalten Tagen hält mich mein Noctu warm. Oh, wie süß. Ich bin stark. 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 Wirklich? Ja, ich bin stark. Ich bin stark. Okay, jetzt bin ich bereit. Hä? Uah, hast du mich vielleicht erschreckt? Du wirst gleich verstehen, was ich hier gemacht habe, wenn du diese TMs gesehen hast. Oh, TM77. Vielen Dank dafür. Was genau ist das denn? Ich werde es dir ganz ohne Fachsimpelei erklären. Nehmen wir mal an, dein Gegner verwendet Härtner und erhöht so seine Verteidigung. Wenn ein Pokémon dann Psycho Plus einsetzt, erhält seine Verteidigung den gleichen Schub wie die des Gegners. Ja, Psycho Plus ist gar nicht mal so schlecht. Man muss es strategisch und taktisch nur klug einsetzen. Okay. Jetzt gehen wir mal hier rein. Jetzt sind wir nämlich in Kraterberg. Doch wie wird es hier weitergehen? Meine Lieben, bleibt katztastisch!